Der erste Breakball in diesem Spiel, konsequent genützt von Boris Becker beim Stand von 5:5. Das Break also 6:5 und anschließend serviert der Deutsche in gewohnter Manier den ersten Satz aus. Alles deutete also darauf hin, dass Boris Becker, der Wimbledon-Sieger 1985 und 86, damals übrigens im Finale über Ivan Lendl, dass der Deutsche also hier zu einem schnellen Sieg kommen sollte. Zumal er auch das zweite Match auf Rasen mit Ivan Lendl, nämlich hier im Vorjahr in der Vorschlussrunde, gewonnen hat. Boris Becker brilliert dann auch im zweiten Satz. Aber Ivan Lendl findet zu seiner Stärke. Stellt sich besser auf die harten Aufschläge ein und retourniert dann auch ganz weich, aber genau platziert. Wieder hat der Deutsche zwei Breakchancen im zweiten Satz. Aber Lendl macht sie zunichte und rettet sich ins Tiebreak. Und in diesem Tiebreak ist Ivan Lendl dann vor allem mental der Stärkere. Sein unbedingter Siegeswillen kommt zum Tragen. Er hat wohl auch etwas Glück, spielt aber perfekte Bälle wie diesen hier zur 5:2 Führung im Tiebreak, dass er schließlich glatt 7:2 gewinnt. Und dieses mentale Hoch nützt der Tschechoslowake in beeindruckender Manier. Sofort wieder ein Break, anfangs des dritten Satzes und ein zweites zu einer 3:0 Führung. Beeindruckend, mit welcher Entschlossenheit Lendl hier zur Sache geht. Dann allerdings eine regenbedingte Unterbrechung, die etwas länger als eine Stunde dauert und Boris Becker danach immer noch nicht in Hochform. Er verliert den dritten Satz 6:2. Ivan Lendl wehrt einige Breakchancen wieder etwas glücklich ab. Aber man hat das Gefühl, als sollte der Tschechoslowake endlich den Bann brechen und gegen Boris Becker auch auf Rasen einmal siegen können. Der wolle ja nie die Stärke im Spiel von Ivan Lendl. Aber heute kommt er zuweilen immer irgendwie an die Bälle heran. Und auch solche Szenen kennt man von ihm. Hart auf den Mann geschlagen. Boris Becker scheint chancenlos. Das also der Satzgewinn, eine 2:1 Satzführung nach 2 Stunden und 39 Minuten Spielzeit. Und hervorragend gespielt. Endlich einmal gelingt Boris Becker ein Loch über Ivan Lendl. Da umläuft aber der Weltranglistenerste. Überlegt kurz und spielt dann diesen herrlichen Vorhand Longline, unerreichbar für Becker. Lendl gelingt auch im vierten Satz das erste Break und er führt 3:2. Danach dann aber sofort ein Rebreak von Boris Becker. Und plötzlich ist dieser vierte Satz wieder offen. Herrliche Bälle in dieser Phase. Es geht mit dem Aufschlag weiter. Bis zum 5:4. 15:30.
dann nicht weniger als 4 Breakbälle bzw. Satzbälle von Becker gegen den aufschlagenden Lendl. Und den 4. nützt er dann endlich. Und so schafft Boris Becker den Satzausgleich. Nicht mehr erwartet. Zum Teil bedingt durch den mentalen Eindruck von Ivan Lendl, zum anderen aber durch Beckers Fähigkeit eben, sich auch aus aussichtslosen Situationen noch zu retten. Der Deutsche retourniert jetzt wesentlich stärker als in den Sätzen 2 und 3. Und seine Passierschläge kommen jetzt endlich wie gewohnt. Boris Becker hat ein schnelles Break geschafft im 5. und entscheidenden Satz. Und dieses eine Break genügt ihm. Bei 5:3 hat er 3 Matchbälle. Er nützt gleich den ersten, schlägt Ivan Lendl also in 5 Sätzen und trifft wie im Vorjahr im Finale auf den Schweden Stefan Edberg.